Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Informationsgedönse. Und zwar wurde ich von einer netten Freundin auch zu dieser Ice Bucket Challenge so gerade eben nominiert. Und zwar von dieser Person hier. Verdammt, wir sind... Verpasst nochmal! Fuck you, Chico! Du bist als erstes nominiert! Und ich bin normalerweise nicht so der Typ, der sowas macht, so mit so auf diesen Zügen springt und sowas. Auch diese ganzen Mails, also Kettenbriefe und sowas mache ich nicht mit, aber das ist ja eigentlich in dem Sinne eigentlich ein zum guten Zweck gewesen, nur leider, dass ich halt bei sowas nicht mitmache, ich bin leider kein Prominenter. Ergo, die haben halt mich nicht speziell dazu aufgerufen, das zu machen und hab's nicht gesehen. Ich werde es aber jetzt so gestalten, dass ich versuche, ein paar andere, unbekanntere YouTuber, wie ich es bin, die ich halt auf YouTube kenne, zu nominieren. Dass die bei dieser Sache mitmachen. Einfach nur, dass es halt vielleicht irgendwann die größeren YouTuber erwischt, die dann bei dieser Aktion dann mitmachen und halt auch entweder spenden oder für den halt dieser, Start, jetzt habe ich vergessen, wie der Typ heißt, wie die Leute hießen, die das angezettelt haben. Dass entweder die Firma halt spendet oder halt die großen YouTuber halt spenden. Soweit ich weiß, Sarazar hat damit angefangen. Ich will aber gucken, dass ich das irgendwie in Gang gesetzt bekomme. Sprich, ich werde dann 3 Leute nominieren, die dann hoffentlich andere YouTuber nominieren, die auch etwas größer sind oder halt auch etwas kleiner sind, ist ja egal. Dass auch durch YouTube so ein kleiner Ruck geht und wen ich nominiere und wann ich das mache, in Kürze. Das darf ja nicht so lange auf sich warten lassen, aber ich werde es machen. Wie gesagt, eigentlich, weil es so einen guten Zweck ist und deswegen werde ich bei sowas mal mitmachen. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich freue mich schon selber richtig drauf. Und ja, gucken wir mal, was daraus so wird. Ciao.